Ja, willkommen zu einem weiteren Videotutorial zum Chemieunterricht. Auch heute wieder Q1, Oberstufe, Titrationsverfahren im Vergleich. Es geht darum, in diesem Video einmal zu sehen, welche verschiedenen Verfahren zur Konzentrationsbestimmung gibt es, wie funktionieren die und was sind eigentlich die genauen Unterschiede. Bevor es losgeht, was ist eigentlich eine Titration? Eine Titration ist ein Verfahren, bei dem ich die Konzentration einer Lösung genau bestimmen kann. Meistens machen wir das in der Schule mit Säuren und Basen bzw. sauren Lösungen und alkalischen Lösungen. Das gibt es aber dann auch entsprechend angepasst an weitere Lösungen, zum Beispiel wenn ich Ionenkonzentration allgemein ermitteln will. Aber hier beschränken wir uns dann entsprechend auf Säuren und Basen. Das Prinzip ist relativ einfach. Ich habe eine Probe, eine saure oder alkalische Lösung, die lege ich in einem Gefäß vor, zum Beispiel in einem Becherglas, und dann tropfe ich Maßlösung hinzu, meistens mit Hilfe einer Bürette, weil die sehr, sehr genaue Abzeichnung hat, wie viel Volumen ich dann entsprechend zugegeben habe. Und wenn ich dann ermittelt habe, wie viel Maßlösung ich zur Neutralisation der Analyselösung gebraucht habe, dann kann ich berechnen, wie viel die Konzentration betrug. Für die Betrachtung von Säure-Base-Titration im Unterricht ist es wichtig, dass es den sogenannten Äquivalenzpunkt gibt, an dem die von der Säure eingebrachten H+-Ionen in genau gleicher Stoffmenge vorliegen wie die von der Base eingebrachten Hydroxid-Ionen bzw. deren Aufnahmefähigkeit für diese H+-Ionen. Dementsprechend gilt diese Gleichung. Die Stoffmenge der Säure ist gleich der Stoffmenge der Base, schreibt man dann meistens so. Und das kann ich umformen in diese Gleichung Cs mal Vs gleich Cb mal Vb. Und das Entscheidende ist, wenn ich jetzt klassischerweise eine Lösung habe, wo die Konzentration der Säure unbekannt ist, dann lege ich einfach ein bekanntes Volumen dieser Säure vor, nehme eine Maßlösung, eine Base mit bekannter Konzentration, und durch die Titration ermittle ich dann das Volumen und habe dann drei Größen in einer Gleichung mit vier Größen, sprich ich kann dann die letzte Größe, die Konzentration der Säure in diesem Fall, berechnen. Bei der Durchführung im Unterricht geht es darum, dass man das in der Regel auf einem dieser drei hier dargestellten Wege macht, entweder mit Hilfe einer Leitfähigkeitstitration, einer perimetrischen oder einer Endpunkttitration. Dabei wird, wie gesagt, Maßlösung zu einer Analyselösung hinzugegeben und auf verschiedenen Wegen ermittelt, wann denn dieser Äquivalenzpunkt erreicht ist. Wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir das jetzt etwas genauer betrachten, dann ist es so, dass bei der Leitfähigkeitstitration hier ein Stromkreis geschlossen wird, angelegt wird eine Wechselspannung. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, in diesem Fall ein Unterputzkabel, um da halt einmal hier eine Spannung anzulegen, und ein Ampermeter, um die Stromstärke bei der Titration zu messen. Bei der perimetrischen Titration ist es so, dass ich hier stattdessen eine pH-Elektrode und ein pH-Meter verwende. Dies zeigt mir dann direkt den pH-Wert an, der in der Lösung vorliegt. Und bei der Endpunkttitration benutze ich einen Farbindikator, der dann bei entsprechendem Erreichen des Äquivalenzpunktes seine Farbe wechselt, sodass ich dann erkennen kann, dass der Äquivalenzpunkt erreicht ist. Zur Leitfähigkeitstitration und warum jetzt auch hier die Stromstärke und nicht die Leitfähigkeit gemessen wird, habe ich noch ein anderes Video geguckt. Deswegen würde ich darauf verweisen, falls jetzt hier weitere Fragen zur Art und Weise einer Leitfähigkeitstitration kommen. Ansonsten gucken wir uns mal an, was denn diese verschiedenen Verfahren ausmacht und was ihre Eigenschaften entsprechend sind. Starten wir mit der Leitfähigkeitstitration. Bei einer Leitfähigkeitstitration nutze ich das Phänomen, dass sich im Laufe einer Titration, also mit fortschreitender Zugabe von Maßlösung zur Analyselösung, die elektrische Leitfähigkeit der Lösung verändert. Das heißt, bei einer Leitfähigkeitstitration ermittle ich zu verschiedenen Zeitpunkten, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich 1 ml Maßlösung mehr zugegeben habe, die elektrische Leitfähigkeit der Lösung. Diese Messwerte, also die Messwerte für 0 ml Zugabe, 1 ml und so weiter, die trage ich dann in einem Diagramm auf. Und je nachdem, wie die Kurve verläuft, kann ich dann mit Hilfe grafischer Methoden ermitteln, wo der Äquivalenzpunkt
erreicht wurde, beziehungsweise an welcher Stelle der Zugabe von Maßlösung er erreicht ist. Bei dieser Vorgehensweise muss ich ein, zwei Aspekte betrachten, nämlich, ich habe es jetzt immer hier aufgeführt, ich muss eine Wechselspannung anlegen, die ich auch immer wieder nur dann anlege, wenn ich eine Messung mache. Sprich, die meiste Zeit bei diesem Vorgehen ist das Gerät mit der Spannungsversorgung aus. Nur zwischendurch schalte ich es mal entsprechend an. Demgegenüber hatte ich bei der pH-metrischen Titration ja schon gesagt, wird ein pH-Meter und eine pH-Elektrode genutzt und ich nutze hier eben entsprechend die Eigenschaft aus dieses Verfahrens, dass sich bei einer Titration der pH-Wert während der Lösung ändert. Ähnlich wie bei der Leitfähigkeitstitration ermittle ich jede Menge Messwerte, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel 1 Milliliter Maßlösung zugegeben habe, und notiere mir diese Werte erstmal in einer Wertetabelle und habe dann hinterher die Möglichkeit, diese Messwerte aufzutragen und dann halt anhand des pH-Sprungs zu sehen, wann der Äquivalenzpunkt erreicht war. Auch hier habe ich zur Auswertung der Titrationskurven verschiedene Videos noch gemacht, auf die ich jetzt hier verweisen würde, falls ihr hier weitergehende Fragen habt. Wichtig bei diesem Verfahren ist, dass ich die pH-Elektrode vor dem Durchführen der Titration selber einmal eiche, sozusagen dem pH-Meter sage, wo denn halt die entsprechenden Messwerte sind, zum Beispiel für Pufferlösung pH 4 und pH 7. Die letzte und wahrscheinlich auch im Unterricht der Mittelstufe schon mal durchgeführte Variation einer Titration ist die Endpunkt-Titration. Hier benutze ich einen Farbindikator und nutze die Tatsache aus, dass an einem bestimmten Punkt der Titration der pH-Wert schlagartig ansteigt. Das sieht man ja insbesondere ganz gut an den pH-Kurven einer Titration, dass da der pH-Sprung ist. Und genau an diesem Punkt ist es so, dass ich dann für die Endpunkt-Titration einen Farbindikator wähle, der genau an diesem Punkt zwischen diesen pH-Werten vor und nach Erreichen des pH-Sprungs, vor und nach Erreichen des Äquivalenzpunkts eine unterschiedliche Farbe hat. Sprich, ich nutze aus, dass bei dem einen Tropfen, der den Äquivalenzpunkt erreicht macht und dann einen pH-Sprung auslöst, ein Farbindikator die Farbe wechselt. Dementsprechend kann ich dann tropfengenau titrieren, tropfengenau feststellen, wo denn mein Äquivalenzpunkt liegt und muss auch gar nicht weiter titrieren, um noch mehr Messwerte aufzunehmen. Hier ist es allerdings so, dass der Farbindikator zur Lösung passen muss, sprich der Umschlagbereich des Farbindikators sollte etwa plus minus 1 vom pH-Wert am Äquivalenzpunkt liegen. Ja, soweit zur Durchführung, zur experimentellen Tätigkeit dieser drei Verfahren. Ich habe jetzt hier nochmal die Verfahren gegenübergestellt und möchte noch auf ein, zwei Aspekte eingehen, die bei der, ja, Frage auftauchen könnten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich habe das hier mal rot und grün eingefärbt, weil Leitfähigkeits- und pH-metrische Titration eigentlich gerade bei der Auswertung relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Zum Beispiel, ich habe so einen kleinen Fehlerbereich, der ja einfach im Verfahren selber steckt, weil ich die Kurve interpoliere. Sprich, wenn ich jetzt das von Hand durchführe und jedes Mal für 1 Milliliter Zugabe von Maßlösung da einen pH-Wert ermittle, dann ist das schon so, dass ich halt bei der grafischen Darstellung, die ja für die Auswertung sehr wichtig ist, eigentlich so die Kurve zwischen die Punkte hinzuzeichne und da habe ich natürlich eine kleine, ja, Fehleranfälligkeit, die einfach darauf beruht, dass ich theoretisch unendlich viele Punkte für diese Kurve ermitteln müsste, um ein perfekt präzises Ergebnis zu bekommen. Weiterhin muss ich beachten, dass ich für den Verlauf der Titration starker und schwacher Säuren und Basen unterschiedliche Kurven habe, sowohl bei der pH-metrischen als auch bei der Leitfähigkeitstitration. Auch hier habe ich verschiedene Videos noch gemacht, wie man diese Kurven auswerten kann. Wichtig ist auch, dass immer Interpretationsfehler beim Auswerten der Kurve auftreten können bei beiden Titrationen. Wo genau ist denn jetzt der Äquivalenzpunkt? Wo genau ist die Mitte des pH-Sprungs? Wenn man jetzt mal an die pH-metrische Titration denkt, auch bei der Leitfähigkeitstitration ist es manchmal etwas schwierig, da genau den Äquivalenzpunkt perfekt aus der Kurve zu bestimmen. Allerdings, das ist der Vorteil beider Verfahren, die Anwendung ist auch bei farbigen Lösungen möglich. Im Chemieunterricht machen wir das meistens erstmal so mit Standardlösungen, Natronlauge, Salzsäure, vielleicht mal Essigsäure,
um das Verfahren kennenzulernen und auch die Kurvenverläufe kennenzulernen. Sobald ich aber, sagen wir mal, Lösungen aus der echten Welt, aus dem Alltag analysieren will, vor allem Lebensmittel, habe ich es häufig mit farbigen Lösungen zu tun. Und da ist das dann schon von Bedeutung. Ein Aspekt noch zur pH-metrischen Titration. Ich kann ganz unten stets hier den pH-Wert am Äquivalenzpunkt feststellen. Das heißt, ich habe hier dann die Möglichkeit auch zu sagen, wo genau denn ein Indikator für eine Endpunkt-Titration seinen Umschlagsbereich haben sollte. Für die Endpunkt-Titration hingegen sind andere Punkte wichtig zu wissen, auch für die Auswertung zu beachten. Sprich, ich titriere einerseits erstmal nur bis zum Umschlagpunkt, also nicht weiter. Deswegen heißt es ja auch Endpunkt-Titration. Dementsprechend muss der Farbindikator zur Lösung passen, sonst ergibt das alles keinen Sinn, was ich bekomme. Ich arbeite so gesehen tropfengenau, das heißt, ich kann eigentlich direkt an der Bürette ablesen, wie viel Volumen der Maßlösung benötigt wurde, habe dadurch dann aber auch die Situation, dass ich vielleicht noch ein, zweimal diese Aussage bzw. diese Durchführung wiederholen muss, um dann halt auf die Aussage genau zu kommen, wie viel Maßlösung verwendet wird und wann der Äquivalenzpunkt erreicht ist. Und natürlich, wenn ich dieses Verfahren in der Schule anwende, dann geht es natürlich deutlich schneller, weil ich nicht erst komplex einen Aufbau habe mit pH-Meter, was ich auch noch eichen muss, oder einer Spannungsquelle und einem kleinen Schaltkreis, den ich aufbauen muss. Okay, einmal dementsprechend hier ein kleines Video dazu, wie man diese drei im Unterricht standardmäßig durchgeführten Verfahren vergleichen kann. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn nicht, schreibt in die Comments oder fragt direkt im Unterricht nach. Dann erstmal alles Gute, bis dahin und tschüss.